Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Fursten 80 mit einem weiteren Unboxing-Video für euch und ich bekam ein Paket von Zami, aber erstmal musste ich erstmal für eine komplette geschlagene Dreiviertelstunde zum Zoll, weil nämlich die ein neues Frischfleisch eingearbeitet haben und alles Schritt für Schritt langsam erklärt wurde. Und ich habe dann bloß gesagt, also ist es jetzt ein Geheimprojekt von der Regierung oder ist es bloß ein Paket? Weil nämlich die haben das aufgeführt und das muss man eingeben und den Code muss man eingeben und keine Ahnung. Und ich dachte mir, ach du liebe Scheiße, gut, dass ich Zeit gehabt habe. Aber ich habe dann doch endlich mal mein Paket in der Hand gehalten. Hier ist es, mein Zavi-Steelbook, ja. Und da ist ein Film drin, den ich euch schon mal gezeigt habe, zumindest die Komplettedition. Aber ich habe gemeint, dass davon noch ein weiteres Unboxing-Video kommt, und zwar von die Hunger Games Mockingjay Part 2 in dem Zavi-Exklusiv-Steelbook. Ich habe schon alle anderen drei auch schon. Und jetzt eben hier auch nochmal komplett in dieser schönen Steelbook-Version. Und ich finde es einfach wirklich cool mit diesen flammenden Spot-Table. Richtig cool. Auf den Film, ich habe leider immer noch anzugucken, weil eben noch immer noch Sans läuft und dann noch Game of Thrones läuft und keine Ahnung. Wie gesagt, Zeit ist einfach bei uns wirklich begrenzt mit Emmerchen und Arbeit und Videos drehen. Ne? Ja, deswegen eins nach dem anderen. Ich komme jetzt dahin. So, okay. Hier eben jetzt Hunger Games Part 2 Mockingjay und eben ein schönes Steelbook, auch leider keine Prägung, auch leider natürlich auch keinen deutschen Ton, sehr, sehr schade. Nur Spanisch ist dort enthalten und Englisch, aber Englisch ist Dolby Atmos sogar drauf, richtig stark, ja. Ja, ja, schön, schön. Ich denke mal, Inhaltsangaben zumindest das Bonusmaterial wird dasselbe sein wie auch in Deutschland in dieser großen Kollektionsbox. Und ja, wir machen einfach mal das schöne Teil auf und dann gucken wir uns das mal genauer an. Und die Folie ist ganz schön fest dran hier. Aber wir haben es geschafft. Ja. Und die Banderole kann man einfach abziehen. Und dann schauen wir uns erstmal nach, ob alles noch passt. Ja, schön, schön, schön. Passt perfekt. Oh. Ja, hier in die Banderole kann man einfach da draufstecken und gut ist. Und hier haben wir dann das schöne Steelbook von The Hunger Games Mockingjay Part 2. Und die passen auch wieder wunderbar zu den anderen drei dazu. Echt cool. Finde ich echt klasse, dass wirklich das alles schön einheitlich gemacht haben. Ich liebe einfach einheitlich alles zu machen. Und ja, hier eben dann das Bein eben, The Hunger Games Mockingjay Part 2. Und hier eben das Backmotiv ist etwas langweilig, District 13. Ja, können wir ein bisschen schöner machen können, aber gut, kann man jetzt nichts ändern. Innen drin haben wir dann den Bonus, den digitalen Code. Und hier haben wir dann aber nur die 2D-Version, keine 3D-Version, nein, nein, nein. Und ja, trotzdem sehr cool. Und das Innenmotiv finde ich auch sehr klasse. Hier eben der President, wo eben der Kopf abgeschlagen wurde. Und hier eigentlich dann das Amaray-Cover-Motiv, was ich auch sehr schön finde. Und schaut auf jeden Fall richtig cool aus. Ja, liebe Filmfreunde, das war es eigentlich auch schon von dem kurzen, knackigen Unboxing von The Hunger Games Mockingjay Part 2. Und ja, vielleicht schaffe ich jetzt demnächst mal den Film anzugucken. Ich hoffe es ja ganz sehr. Und das war's von mir und bis zum nächsten Mal. Euer Fursten 80. Tschüss!